Hallo, guten Morgen aus Gransee, so ungefähr eine Stunde von Berlin entfernt. Ich bin heute hier unterwegs, um ein Video zu drehen. Oh Gott, verwackel ich das, ich bleib mal besser stehen. Um ein Video zu drehen für... Habt ihr schon mal gevloggt? Nicht, was genau das ist. Hä? Guck, du musst jetzt einfach hier sagen, hey, hi! Und du musst hier reingucken. Hey, hi. Hi! In den Strich reingucken? Hier reingucken, hier, ja. Genau. Hallo! Ja, ja. Und dann sagst du einfach, was du machst. Also wir stehen jetzt hier rum. Dumm. Wir stehen hier rum. Und wie läuft's? Super. Hi, das ist Jasmin. Hey. Das hier ist ein Holzblock. Danke! Ich habe hier gerade ein Plakat entdeckt. Hier treten die Rolling Stones Coverband auf. Und DJ Chris. Vlog! Drei Frauen an der Haltestelle. Also ich weiß nicht, was ich sagen soll. Es ist einfach eine schreckliche Situation im Moment. Wir stehen hier jetzt bestimmt schon 3 bis 4 Minuten. Und also... Leute, das ist einfach super unprofessionell, ja. Ich wünsche mir da für die Zukunft einfach ein bisschen was professionelleres Verhalten. Jasmin regt sich auch schon auf. Hier, lass mal deine Aggression raus. Jetzt ist es raus. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, aber wir müssen jetzt wirklich zur Location laufen. Unseren Füßen, wie ihr seht, ich laufe. Einfach sensationell, wie man hier läuft. Ganz normal mit den Füßen. Wer kennt sie nicht? Die C-Ätz-Technik. So, that's the set. Da fliegen sie. Die Balance. Ein Zeichen der Ewigkeit. Ein Herz und ein Mond. Ja. Ins Universum. Schöner. Seid ihr auch traurig, dass die Balance ja. Geht? Karma-Balance. Wie wichtig ist es, dass wir nicht zu krass übereinander, dass ihr nicht zu viel übereinander redet, wenn es geht? Also klar, das passiert automatisch mal, aber damit wir entscheiden können. Freestyle. Freestyle. So, das ist der Tom. Ja. Und Tom war mal Model für Hugo Boss. Für die deutsche Post. Hä? Für die Post. Für die Post? Ich bin der Hugo Boss. Ach, für die Post. Ja. Ach so, das ist natürlich nicht so sensationell. Find's nicht? Also wir drehen heute hier so ein Spot und ich stelle den Musikbereich Hip-Hop da. Und komischerweise habe ich die gleichen Sachen an wie immer. Allerdings wollte ich hier ein bisschen auftrumpfen mit meinem Bling-Bling. Aber das fanden die irgendwie übertrieben. Ist doch geil, oder? Eigentlich. Also ich bin eigentlich so das Medium. Mhm. Ich habe mich... Ich habe alle meine Energiepforten jetzt geöffnet. Ja. Und lass die jetzt fließen, die gute Energie hier. Mhm. Jane Cam. Das Schlimmste, was in den letzten 70 Jahren ist. Wir droppen jetzt mal ein bisschen Knowledge. Ich habe gerade was gelernt. Und zwar dieses Bier hier, Pilsator, heißt rückwärts roter Slip. Mach mal dieses. Genau, Gehirnexplosion, mehr. Knowledge, each one teach one. Schmuggelware. Also du machst gerade Alkohol mit einer Spritze in Trauben. Genau. Ja. Wir machen Alkohol und Trauben und dann zieht man das hier so auf. Der Sound bei dir vorher auch gut. Und dann, warte. Schön getroffen. Ach, das ist so ekelhaft. Ich habe so eine Spritzenphobie.
Das ist so ohnmächtig. Dann werden meine kleinen Trauben gespritzt. Trip! Ja. So nicht mal genäht. Sie probiert hier den Korken mit diesem Schuh zu entfernen. Das ist auch so ein Festival-Hack. Jetzt müssen wir erstmal ausprobieren, ob das funktioniert. Ich glaube, es geht. Ja! Ja, okay, cool. Oh, wieder, guck. Wieder zurück. Oh mein da Gott. Ist schon ein bisschen, oh mein Gott, es funktioniert. Ich muss ihn wieder zurückdrücken. So ein bisschen. Dann müssen wir ja auf der richtigen Kamera. This works! It works! Holy shit. Das habe ich auch noch nie gemacht. Ich hätte auch nie gedacht, dass das funktioniert. Mh, lecker. Catering. Schon immer ein Video mit Selfie-Stick machen. Hier ist der Selfie-Stick. Hier ist das Video. Hier ist das Video. No pain, no pain. Tschüss. Viel Spaß noch. So, hier war das Atelier eines Künstlers, der hier wohnt. Und dessen Toilette wir netterweise benutzen dürfen. Und da habe ich einfach noch eine Runde trainiert am Boxsack. Ja, MC DJ im Start. Jasmin schläft gerade. Ich wecke sie jetzt mal, wie so ein Prank. Hey! Team ist am Abbauen und ich drücke mich ganz asozial darum. Nee, also wir haben alles im Kasten. 2 Stunden später als geplant, aber das ist ganz normal bei solchen Drehs. Jetzt fahren wir wieder nach Hause, nach Berlin. Ciao!